reinholen, ich brauche das an den Cola. Hallo? Eingestellt, dass du spenden können? Nein. Hä? Noch nicht, habe ich dir gesagt. Wieso denn nicht? Heute wäre der Tag. War mal. Du hast noch keine englischen Zuschauer. Es ist ja 15 Uhr. Habt ihr einen Plan, wer hier mit den Nummern, wer alles spielt, von den Namen? Wo sehe ich hier die Zuschauer? Ich muss auch die Chatbox sehen. Basti. Achso. Kann ja auch keiner schreiben. Connect to Chat steht da. Drei Zuschauer, jetzt kannst du losquatschen. Ja, die Frage ist, welche drei Zuschauer das sind. Ja, die siehst du nicht. Hör nicht. Doch, kannst du draufklicken. Nein, geht nicht. Danilo, Patty, wer ist. Moin! Moin, Patty 980. Also. So, sind sie ein bisschen ran und dann. Ja. Musst du auch festhalten mit dem Handy. Ja. Wer ist denn Patty? Mach das mal hier oben aus. Das geht nie aus. Hä? Ich hab hier schon Grüße. Kann mal jemand meinen Tisch bringen, zu meinem Bier hinstellen? Grüße aus Faulenross, Siste. Hier wird es ja fast international. Sogar aus Faulenross gucken sie hier zu. In Warrau. Aber ich muss sagen, Faulenross ist der Platz oder die Sportanlage besser wie in Warrau, weil hier ist bloß Kunstrasen. Aber ist ja nicht schlimm. Werden wir mal anfangen und alle drei Zuschauer erstmal begrüßen zum fünften Spieltag der Kreisoberliga in Sachsen, TSV Warrau gegen Motor Kuhnewalde. Ich habe mir sagen lassen, Motor Kuhnewalde ist letzter und Warrau ist siebter. Haben das letzte Derby letztes Wochenende mit ganz viel Pyro 1 unentschieden gespielt. 0-0, Entschuldigung, 0-0. Leider war ich nicht da, da war ich verhindert. Aber wie gesagt, willkommen und habt Spaß. Die Mannschaft läuft ein. Ich habe keine Mannschaftsaufstellung, weil es mir egal ist. So. Spielt Faulenrost morgen, Paddy? Ihr seid ja auch ganz gut gestartet, habe ich gesehen. Habt letzte Woche gegen Alten Treptow, glaube ich, verloren, oder? Aber sonst alles gewonnen. Von daher. So, offiziell sind zurzeit hier ungefähr 40 Zuschauer.
Davon 20, die hier nur brennen. Das ist halt Wachau. Da wird der obligatorische Kreis gemacht. Ich glaube, die machen sich gerade aus, wer eine Kiste ausgibt und wo es heute Abend noch saufen geht. So. Nee, wir haben Spielfreude. Geht's weiter. Also spielfrei wegen hier, wie heißt das, Länderspielpause, ne? So, es geht los, Kuhnewald in Rot mit Anstoß und Wachau in Weiß. Muss ich die ganze Zeit jetzt die Kamera hier hin und her führen? Ach du Scheiße. Nee, können wir die nicht so einstellen, dass sie einfach... Dass sie gar nichts machen oder was? Nee, nicht viel. So. Kann man das, Paddy, sag mal, kannst du das so ganz gut sehen? Weil du bist ja hier der Angel, der hier connected im Chatbox. Hier, aus Faulenrost. Wo sind das? Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Da würde Wachau Risch auf den Sack kriegen, wenn die gegen die spielen. Nee, ist aber wirklich so, die sind richtig gut. So, die erste Ecke im Spiel für Kuhnewald. Ist Pokalwochenende, sind gegen... Ach ja, ihr seid unglücklich gegen Neubrandenburg rausgeflogen, ne? Das stimmt. Ich habe gelesen, das war ein ganz guter Kampf. So, wenn wir mal sehen, die erste Ecke von Kuhnewald. Wer ist der MPO 1983? Das ist bestimmt Mojo, oder? Nee. Weil sonst muss ich bei dem zum Praktikum, wenn ich die Kamera nicht richtig halte. Ich nicht, keine Ahnung. Aber der ist ja hier, so wie das... Hey. Vielleicht ist dort schön, gehen wir mal hin zum Praktikum. Vielleicht ist es ein Mädel. Nee. Weißt du da gar nicht? Also. So, das war schon im Ansatz, hat man das gesehen, dass die nichts drauf haben. Nach Berlin, wenn du Purzi bist. Ich glaube, du bist Purzi, ja. Der beste Kameramann, den ich kenne, Purzi, weil ich bloß ihn kenne. Purzi, wie ist es in Berlin und nicht raus zu dürfen? Oder bist du in der Heimat? So, Einwurf für Wachau. Hier sind nur mittlerweile 9 Zuschauer, das passt. So. Wir haben gehört, oder ich habe gehört, dass sogar heute noch eine Hochzeit stattfindet. Und der Bräutigam ist sogar ein Spieler von Wachau. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch von mir zur Hochzeit. Und ja, hoffen wir mal, dass Wachau dir 3 Punkte zur Hochzeit schenkt heute. Yeah.
Katrin, wo arbeitet dein Paul? Ist er bei Durstexpress? Komm mal her. Der kommt aus Berlin. Nee, das ist ein geiler Kommentar gerade. Ja, kurz hier, das ist schon mal gut, weil Sterni ist ja dein Lieblingsbier. Und hier spielt einer mit sogar. Der ist gerade hier in der Mitte, hinten, Paul Walder. Der arbeitet auch bei Durstexpress. Nicht, dass er dir das Bier nach Berlin gebracht hat. Kann mal jemand hier den Stein wegnehmen? Ich kann ein bisschen weiter vorrücken. Ja, nee, dann regen die sich wieder auf wegen der Kameraeinstellung. Weil ich bin hier bloß in Probe. So, was gibt's denn noch zu erzählen? Ja, das ist schade. Also eigentlich, warum ich heute hier bin, kann ich euch ganz kurz erzählen. Eigentlich hatte ich eine Karte für Dynamo Dresden gegen Magdeburg heute. Aber leider durften ja bloß 999 Leute rein. Und ich war aber auch schon auf dem Weg nach Dresden. Und ja, dann musst du dir halt Alternativen suchen. Hallo, Holger. Das ist Holger hier. Der geht in den Garten Pilze sammeln. Gehen wir mal aufs Spiel. Ja. Und gestern Abend wurde ja dann gesagt, dass ich nicht dazugehöre zu den 999. Und dadurch bin ich in Wachau. Heute Moderator und Kommentator und Kameramann. Oh, meine Mutter guckt sogar zu. Ich soll nicht so frech sein. Hat die mir gerade geschrieben über WhatsApp. Achso, das kann die alles hören. Entschuldige. Grüße geht zu meiner Mama, die guckt auch gerade zu. Nach Hamburg. Oh. Das ist, also sind mittlerweile 8. Und hier schießt Wachau das 1-0. Stark gespielt. Und der Torschütze mit der Nummer 13, Max Lehmann, macht das 1-0. Starkes Ding. Da sind wir dabei. Ganz stark. Max Lehmann, neuer Fußballgott aus Wachau. Achso. Abschluss von Torwan. Ja, was denn? Muss du mal. Wiederholung kannst du dir angucken, dann nach dem Livestream auf der Wachau-Twitch-Seite. Purzi. Aber wir können auch mal zwischendurch dann sagen, wie es bei Dynamo steht. Also wenn die überhaupt treffen, die Bude. Aber spannender ist das Spiel hier. Letzter gegen Siebter. Ich bin ja mal gespannt, ob heute ein gewisser Pistolero heute trifft. Mach mal weiter. Der Kapitän. Mach einfach weiter. Alles gut. Und wenn er wieder seine legendären Pistolen aus der Tasche holt, wenn er trifft. Steht er ins 0, ne? Ja. Könnte man vielleicht doch mal reinmachen? Nee, das kann ich nicht, da bin ich zu blöd dazu. Ja, passt doch. So. Könnte mir jemand eine Cola bringen? Ich gebe dir nur Geld.
können wir ein bisschen weiter ranzoomen. Ich sehe ja gar nicht. Ja, so. Geht das so? Du, Purzi, die Cola brauche ich doch für das hier. Meine Mutter guckt zu, das darfst du gar nicht sehen. War abseits. Hat er richtig gesehen? Ich? Nee, brauche ich nicht. Ich bin nicht so famegeil wie ihr. Achso. Das ist schon anstrengend. So, am Ball ist gerade Paul Walter, der Zerstörer von Wachau. Wenn der durchzieht, kracht's nur noch. Noch zur Information, die zweite von Wachau hat gerade vor diesem Spiel das 6-0 gewonnen. Gegen Wersdorf Neukirchen 2. Starker Ball, stark gespielt. Und oh, man muss auch sagen, gut gehalten. Aber so blind kann keiner sein. Den hätte ich sogar mit Badelatschen drüber gechippt. Purzi, wenn ich die Kameraführung anders machen soll, dann sag mal Bescheid, weil ich bin hier wirklich nur Laie. Also es gibt gerade die Frage im Chat, gab es noch nicht bei den Goldfüßen auch nicht mal einen Paul Walter? Nee, der hieß anders, oder? Warte, müssen wir gleich mal die Mutti von Paul Walter fragen. Nee, Walter ohne H, sonst wirst du hier gelünscht. Weil das alles eine Familie ist, wurde mir mal gesagt. Beim Hallenturnier. Paul Will spielt er jetzt bei Dynamo. So. Das sind 11 Minuten gespielt. 1-0 für Wachau. Kuhnewald hatte bis jetzt eine Ecke, die ja, drüber gegangen ist. Gut abgelaufen. Paul Max Walter oder Walter hieß er. Ja, genau. Was? Welches? Wie viel sind das schon gefallen? Ach so, ich dachte bei der zweiten. Ja, das habe ich aufgenommen. Na klar, ich bin ein guter Kameramann. Klar habe ich das Tor drauf. Menschenskinder, muss mal zurückspulen.
abseits. So, was gibt's denn noch so erzählen? Dynamo. Guck mal jemand bitte. Hat gerade jemand in den Chat geschrieben. Vielen Dank, Purzi. Und jetzt hier Grünewald am Ball. Ist halt ein schlechter Pass. Das ist der 1-0 für Dynamo, Janik Stark. Drüber gehauen, der Achter, weil er es nicht besser kann. Will köpft an die Latte und Stark hämmert ihn rein. Also ich bin hier up to date. Vielen Dank, Marco. Kein Problem. Kicker ist immer schnell. Dafür haben wir ja unten den Marco. Marco ist hier wie bei, wie hieß die bei Bibi Blocksberg immer, die rasende Reporterin? Carla Kolumna. Genau, das ist nämlich Marco Purzig. Marco Purzig ist nämlich der rasende Kolumna. Carla Kolumna. Kolumna. Purzi ist immer dort, wo es brennt. Jetzt muss ich mal kurz auf mein Handy gucken, weil ich glaube, meine Mutter. Ach nee. Der Toni trinkt gerade Bier. Am Ball schon wieder Paul Walter mit der 15. So, schöner Lupfer. Oh, gut geklärt. Und da, oh, stark pariert, das zweite Mal vom Keeper von den Gästen aus Kuhnewald. Ecke für Warau. Das wäre fast das 2-0 gewesen. Jetzt der Bruder von Paul Walter zur Ecke, der Tim Walter, der Captain von Warau. Früher mal Radeberger SV, jetzt in Warau. Er wollte sich mal verbessern. Jetzt ist er bloß Captain geworden. Er spielt auch seinen Bruder und er versucht mit der Hacke, aber man soll es lassen, wenn man es nicht kann. Oh. Kuhnewalde, soll ich sagen, heißen die, mit E am Ende. Oh, jetzt, oh. Ja, weil mir das einfach so hingebaut wurde. Und ich sollte mich einfach dahinter stellen und ein bisschen was in die Kamera sagen. Aber an der Mittellinie müsste ich ja noch mehr die Kamera führen, das ist ja blöd. So ist es ja ganz gut, finde ich. Brauche nicht viel machen. Oh. Nicola.
Bei mir wie ich hier mit der Kamera so. Knepperhaus. Ja, warte. Sollst du jetzt selbst ein Bild schicken? Ja. Soll ich mal kurz machen? Na dann, mach mal kurz. Eine Flasche gleich, oder? Ja, brauchen wir auf jeden Fall. Unten, ja, ne, besser habe ich nicht mehr. Hier, mach weiter. Hab ich gemacht, Marco. Guck mal auf dein Handy. Jetzt schöner Konter von... Ah, da verliert wieder Tim Walter den Ball. Mein Gott, Walter. Marco, erklär mir mal, warum bei dir so eine Krone davor ist. Bist du hier Premium-Abonnent von Wachau oder was hat das zu bedeuten, deine Krone davor? Ich kenne mich da auch nicht so aus. Doch, der hat eine Krone davor. So. Es sind 28 Minuten gespielt. Hier in Wachau, ich stehe immer noch 1-0. Tor durch Max. So schnell kann ich ja gar nicht. Ja. Am Ende können wir immer bloß sagen, ist halt ein Kreis-Oberligaspiel. Hand, das war Hand. Ey, das war Hand, das habe ich sogar auf Kamera. Menschenskinder. Ach so, ja, das kann sein. Du hast ja auch alles. Ich hol dann den Pepsi, oder? So blöd kann keiner sein. Oh, Entschuldigung. Nee, geht so. Was pfeift denn er jetzt? Nee, das war eigentlich eine komplette Fehlentscheidung. Soll ich eine Mische machen? Ja, das wäre nett. So, jetzt ist hier Diskussion. Tim Walter kommt 40 Meter angesprintet und möchte mit dem Schiedsrichter diskutieren, aber der Schiedsrichter lässt ihn eiskalt ablaufen. Sag mal, wenn stopp. Stopp. So, Freistoß für Kuhnewalde mit E. Zu Recht schießt er nur in die Mauer. Das ist eine gute Frage, Marco. Und den hat er ganz stark runtergepflückt. Ich glaube, der ist auch
Apfelbaumpflücker. Das ist eine gute Frage. Dürfen eigentlich durch die Hygienebestimmung mehr als 10 Leute gleichzeitig bei Twitch zugucken? So, Prost. Das ist eine gute Frage, Marco. Aber ich glaube, man kann das verzeihen. Aber zurzeit sind wir ja bloß 5, die zugucken. Oh, da kommt keine Fahne. Das sah verdächtig nach Abseits aus, aber ich weiß nicht, ob der Linienrichter gerade gepennt hat oder es doch kein Abseits war. Oh, macht er stark, der Außenverteidiger. Aber, und dann so ein Pass, das kann doch nicht sein. So, oh, ja, oh, Pass ins Blinde. Ich weiß nicht, wen man da gesehen hat. Oh, wir sehen gerade, an der Wachau Bank wird ein Spieler behandelt, der wohl eine Platzwunde hat. Wir müssen erstmal recherchieren, wo die Platzwunde herkommt. Wir sagen erstmal gute Besserung und dass es nicht so schlimm ist. Aber so wie es aussieht, kommt er gleich wieder rein. Ach, das ist sogar Paul Walter, der behandelt wird. Was ist denn passiert? Das wissen wir aber ohne. Okay. Braucht Deko. Also es kommt jetzt gleich wieder einer auf den Platz, der hat einen Turban, die Nummer 15. Hat wohl eine Platzwunde. Und ich glaube, er macht heute noch ein Kopfballtor. Ganz starker Recken ist die 15. So, oh, Ecke, aber geklärt. Ich glaube, die 15 macht heute noch ein Kopfballtor. Aber man kann davon ausgehen, wenn der Gegenspieler den eine mitgegeben hat, dass er sich heute noch revanchiert. Nee, es liegt, glaube ich, näher an dem Kommentator. Es liegt, glaube ich, an Wachau. Starker Einwurf. Aber es gibt wieder keinen richtigen Abnehmer. Starker Einwurf. 20 Meter, gefühlt wie eine Flanke. Aber es gibt keinen Abnehmer da. Jetzt nochmal ein Einwurf. Ich glaube, der wird auch nochmal ganz gut. Aber ja, wenn die Bälle halt nicht verwertet werden, ne? Dann kommt halt ein Konter und gut geklärt. Gut geklärt. Ich könnte sagen, das Spiel plätschert so hin. Warrer hat mehr Spielanteile, aber kommen auch nicht zwingend vor das Tor von Kuhnewalde mit E am Ende. Muss ich immer betonen, sonst kriege ich wieder Ärger. So. Aber man sieht,
am Bierdresen ist immer relativ viel los hier. Also getrunken wird hier viel. Oh. Stark abgelaufen. Wieder eine Fehlentscheidung. Oh, jetzt gibt's hier. Oh, fast Geschubse. In den letzten Minuten wird es ja ganz schön hitzig. Stark abgelaufen. Und jetzt muss er bloß den richtigen Pass spielen. Macht er wieder nicht. Nein. Legt er sich lieber wieder mit den Spieler an von Gegner. Jetzt wird hier noch gepöbelt. Sonst wirst du hier gebannt. So. 33 Tore, Bam. So, hier Freistoß. Ja, den tut er sauber rausholen. Eckball für Kuhnewalde mit E am Ende. Kannst du hier unten nur lesen, wie die lesen. Ja, mir wurde vorhin gesagt, ich muss mit E hinten sagen. Kuhnewalde, das E muss ich betonen. Hey, hallo! So. Starke Ecke, aber naja, wenn du keinen Abnehmer findest, hatten wir vorhin auf der anderen Seite auch schon. Die Ecken sind wirklich stark hier im Spiel, aber wenn du keinen Abnehmer findest, Purzi, du hättest den Löwe mit Badelatschen ins Angel gedroschen. Früher zu deinen LOK-Zeiten bei Döbel, ne? Jawohl. Aber ich sag mal, in Wachau, wenn man hier steht, ist ein schönes Panorama. Fußballplatz, hinten schön Wiese, grüne Wiese, besser geht's nicht. Also das ist schon Fußballromantik und Idylle in Aim. Wie lange hast du bei Lok Döbeln gespielt, Purzi? Hast du immer was gewonnen da in Lockdöbeln oder warst du immer nur Statist? Stark abgefangen war das gerade. Und jetzt aber, da kommt's. Und jetzt hier Tim Walder, Entschuldigung, er macht. Und. Oh! Da haben wir den Pistolero gerade gesehen in Aktion. Aber dann ist er ein bisschen nervös am Ball. Und haut das Ding 20 cm neben das Tor. Das wäre das 2-0 gewesen. Hat er Abzug geklemmt, ne? Oh! Da war er der beste Torhüter 1996. Menschenskinder wurde beim. Bei welchem Cup warst du da? Wo du bester Torhüter wurdest? Ah, ich hätte das so gegönnt, jetzt gerade den Tim Walder das Tor. Aber naja, sollte nicht sein. Jahre schon her. Du bist doch noch gar nicht so alt. Hast du nur immer bei Lok Döbeln gespielt oder hast du immer beim DSC gespielt? Oder war das immer für dich nur so ein Hassverein, der DSC? So, wir haben mittlerweile, glaube ich, 40 Minuten gespielt. Man kann wirklich sagen, Wachau ist überlegen, Kuhnewald kriegt 35. Gefühlt oh, 35 Minuten gespielt. Kuhnewalde mit E kriegt nicht so viel auf die Kette. Beim Großfeldturnier in Hochweitschen. Ach, in Hochweitschen hast du auch mal gespielt. Dann gehen Grüße, gehen raus zum Medizin Hochweitschen. Die spielen ja auch zurzeit eine erfolgreiche Saison.
mit ihrer Truppe. Mega gut. Da habe ich auch mal gespielt. Da habe ich mein erstes Kreuzband verloren. Ja, genau. Ich glaube, alle, die am Tresen besser waren. Oh, oh. Man muss sagen, das war gut rausgespielt. Und ja, da hat die Abwehr ein bisschen geschlafen. Wenn der Abwehrchef Paul Walder nie auf der Höhe ist, dann fällt das 1-1. Naja, es geht weiter. Aber das ist schon bitter, kurz vor der Halbzeit das 1-1 zu kriegen. Aber ich glaube, Wachau ist mental so stark, dass sie das auch noch hinkriegen. Hab beim DSC. Ja, das stimmt. Ich glaube, alle, die beim DSC was werden wollten, aber dann im Alkohol zerflossen sind, so wie du, sind zu Lok Döbeln gewechselt. Nee, das Kreuzband habe ich noch nie wieder gefunden. Das ist immer noch irgendwo in Medizin im Wald. Oder bei Medizin im Wald in Hochweitschen. So ist halt Fußball, wenn du vorne die Dinger nicht reinmachst, braucht der Gast bloß eine Chance und macht so, schießt so ins 1-1. Man hätte schon lange auf 3-0 erhöhen können, aber so ist es beim Fußball. Wenn man vorm Tor zittert oder der Torwart gut ist, ist einfach so. Bin mit 14 gewechselt. Hast du noch mit Mike Loske beim DSC gespielt in der Jugend? Und mit Toni Bunzel und wie sie alle hießen? Steht es bei Dynamo immer noch 1-0? Ja. Gut. Schön abgelaufen von der 3 von Wachau. Entschuldigung, dass ich ja keine Namen kenne. Von Tom Kühne, wurde mir gerade gesagt. Tom, gut abgelaufen, Tom. Mit Herrn Schütze, den kenne ich auch noch. Ah. War das auch nicht die Zeit noch mit hier mit Leimner und so? Also hier Leimner, Loske, Schütze. Ganz stark. Ich habe gerade das Bild gesehen von Herrn Purzig. Er hat wirklich den Pokal noch zu Hause mit bester Torhüter 96. Das stimmt. Mein Trainer beim DSC, wo ich angefangen habe, wenn ich die Geschichte erzähle. Ey, Schubsen, das Ganze 16er oder was? Menschenskinder, da wird wieder nicht gepfiffen. Immer gegen den Kleinen. So, nochmal zurück. Mein Trainer in der Jugend war noch, wenn du den noch kennst, früher Kademann, der dann leider verstorben ist. Und dann die beiden Kaisers. Schwanne. Oh! 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 Schade, Tim! Und dann die zwei Kaisers. Einmal Schwanne und der andere Kaiser. Schwanne, der Torwart vom DSC. Früher, wo sie noch sogar Landesliga gespielt haben, wo sie sehr erfolgreich sind. Jetzt krebsen die ja relativ weit unten rum. So, jetzt gucken wir nochmal. Oh!
Tim Walter kriegt den Ball nicht konnte. Und schon wieder ein Foul. Und schon wieder die 19. Das kann doch nicht sein. Da muss doch auch mal der gelbe Karton kommen. Menschenskinder. Immer nur auf die Knochen. Aber ich glaube, Wachau macht jetzt was Gutes. Paul Walter, hol mal den Hammer raus jetzt in den Winkel. Da war Schwanne früher noch ein guter Trainer. Oh, das war auch wieder ein Freistoß, den du eigentlich auch, da hättest du auch den Ball einfach den Gegner bringen kannst. Schwanne war in der Jugend, muss ich sagen, ein guter Trainer. Jetzt mittlerweile ist er ja irgendwelche Kreisligisten trainieren. Keine Ahnung, da war ja überall ein kleiner Wandervogel. Aber in der Jugend, muss ich sagen, war er ein guter Trainer. So, jetzt könnte Wachau mal wirklich, sie sind am Zug. Stark gemacht und jetzt kommt... Oh, schade. Er spielt schon den Torwart aus und kriegt den Ball nicht kontrolliert. Und dann stehen noch zwei Abwehrspieler hinter dem Torwart. Und schade, schade, schade. Das war wirklich eine gute Aktion. Aber er belohnt sich halt nicht selber. Vielleicht belohnt er sich heute Abend selber, aber gerade... Wachau ist dran, Wachau macht Druck und eigentlich liegt schon das 2-1 in der Luft. Wenn sie es mal machen, haben schon gute Chancen jetzt liegen lassen, leider. Ach so, ja, das stimmt. Also ich wusste gar nicht, dass ich so viel Talent am Dresen habe, aber schön, dass du mir das nochmal schreibst. Brauchst du nicht so gucken, Katrin, das steht hier, ja? Das steht wirklich so. Wegen deinem Talent am Dresden. Schleimen die dich voll, hä? Nee, die haben. Also Margot hat schon recht. Aber da geht ja nur keiner mehr aus deinen eigenen Namen. Und hört mal erst Kalle vor. Aus Thüringen, der mit uns immer mit ist. Denn sein Pass zu geben. Oh. Ja. Ich glaube, es wird Zeit für den Halbzeitpfiff, weil ich glaube, die Wachau muss ich neu finden und nochmal neu ausrichten. Ich weiß nicht, was auf der Bank sitzt, ob da auch noch so ein guter Knipser vorne für den Sturm ist, dass er immer die Bude macht. Keine Ahnung. Also neben mir steht einer, der könnte es, glaube ich, reißen, aber der ist leider rot gesperrt. Aber naja, wir werden sehen. Und Wachau ist eigentlich ganz gut dabei. Ich glaube, es lassen sich heute nicht mehr das Heft aus der Hand nehmen. Wenn Tim Walter so weitermacht, dann kriegt er heute noch einen Elfmeter und den macht er auch selber in den Winkel. Oh, jetzt kommen gerade Gestalten in Wachau an. Die möchtest du, glaube ich, nachts nicht sehen, alleine. Ich glaube, die gehen pumpen bei McFit. Gutes Kopfballduell auch gewonnen, ist wichtig. Grüße aus Schadras, 1-0 Medizin. Vielen Dank, Tommy Ulig. Tommy Ulig ist auch mit am Start hier. Wer macht das Tor für Medizin? Also er spielt ja Medizin Schadras gegen Medizin Hochweitschen. Oh, hier ist der Ball. Entschuldigung. Kurz eingenickt. Und jetzt macht er. Jetzt wird er schon wieder die 16.
oder die 19, einer von den beiden, ist immer dran. Das ist mindestens schon das vierte Foul, da kannst du auch mal gelb geben. Du Luftbombe, hat man früher gesagt. So, eigentlich ist es eine gute Position für einen guten Freistoß. Ich mach's mir für euch mal größer. Mal gucken. Also ich würde den rechts um die Mauer in den Winkel knallen. Wiese macht es, mein guter, liebe Grüße. Vielen Dank. Und Grüße dann an die Mannschaft und noch viel Erfolg. Ja, da ist der Torwart da. Und aber... So, wir verabschieden uns in die Halbzeitpause. Ich habe schon mal Fußball gespielt. Wir verabschieden uns in die Halbzeitpause. Es steht 1-1 zwischen TSV Wachau und SG Motor Kuhnewalde mit E. Und ja, wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Holt euch ein Getränk und alles. Gehst du jetzt vor die Kamera? Nee, ich gehe nie vor die Kamera. Ja. Es gibt leider keine Halbzeitshow. Die haben wir heute vergessen zu buchen. Und ja, bis gleich. Und ja, kannst du das mal wegmachen jetzt, dass sie mich nicht mehr hören? Dass wir mal offen reden können? Katrin, mit dir Auto, immer Autobahn fahren, ne? Schön, schön. Ja. Huch, das war auf der Zweitschau.
Der erste müsste immer erstmal Sachen anfangen, weil die schmeckt. Damit es erstmal schmeckt. Rein bei der zweiten, dritten kannst du ein bisschen mehr. Soll ich mal halten? Halt also, du kannst jetzt keine Kohle erst was machen, oder? Oh, doch, bitte. Fein ohne Pepsi. Ja, das ist gar nicht raus. Das fängt doch vor. Aber dann nehme ich Pepsi. Hier. Wir haben
Natürlich hier die Kinder anrufen können, oder? So, willkommen zur zweiten Halbzeit in Wachau. Es steht immer noch 1-1 zwischen TSV Wachau und SG Motor Kuhnewalde mit E am Ende. So, wir kriegen hier auch andere Spielergebnisse aus Mittelsachsen übermittelt im Chat. Medizin Hochweitschne führt in Schatras 1-0 und ich glaube sogar, dass Medizin Hochweitschne den ersten Platz oder die Tabellenspitze sogar verteidigt mit ihrem Sieg. Also wenn sie jetzt gewinnen, kann das sein, Tommy Olig? Wenn das falsch ist, kannst du mich gerne berichtigen. Alex, komm mal kurz her. Bitte? Bitte?
wusste ja gar nicht, dass du so über mich denkst, ne? Nein. Warte. Hat sie dir bestimmt auch geschrieben, oder? Sag! Die erzählt mir das sowieso. Oh, man sieht schon in den ersten paar Minuten der zweiten Halbzeit, dass hier Pfeffer drin ist. Ja, mach mal einen Aufsager. Was meinst du mit dem Aufsager, Kurzi? Da bin ich gerade kurz raus. Das war auch wieder nichts. Also der Schiedsrichter hat mindestens schon die vierte Fehlentscheidung heute getroffen. Was hatten die dir zugeschrieben darauf? Weil ich mich mögen. Es gibt auch sogar Menschen, die mich mögen. So, wie wir mittlerweile mitgekriegt haben, hat Dynamo auch 1-0 gewonnen gegen Magdeburg. Das heißt 7 Punkte. Da sind wir eigentlich gut dabei. Und jetzt hoffen wir auch nochmal, dass Wachau hier das 2-1 schießt. Der kriegt den noch, oder? Oh. Aber ich habe mir sagen lassen, Wachau ist immer gut für die zweiten 45 Minuten. Von daher. Ach so, ja, Margot, das tut mir leid, aber ich brauchte erstmal Pause. Fazit mache ich ja nach dem Spiel dann, wenn es gewünscht ist. Steht immer noch 1-1. Aber es ist schön Kommunikation hier im Chat, das ist schon mal ganz gut. Und, ganz außen. Ah, jetzt Pistolero. Pistolero. Ey! Musst du aber vorher schon abpfeifen dann! Menschenskinder, das war ein klares Foul an den Kapitän von Wachau. Aber Schiri sieht's wieder nicht. Da muss einer, der angetrunken aus Hamburg kommt, wieder das dem erzählen. Menschenskinder, gibt's doch wahnsinnig. Da wirst du wahnsinnig hier. Und wegen so einem Schiedsrichter kannst du auch so ein Spiel verlieren. Naja, wir sehen weiter. Erstmal geklärt, hoch und weit, bringt Sicherheit. Hier kommt der Nächste, der Jever trinkt. Der läuft auch an seinem Leben vorbei. Oh, der Alex guckt zu und fragt, ob ich angetrunken bin. Nee, ich trinke Cola, Alex. Hier, Cola. Warte. Tup. Alex, Cola. Weil ich muss mich ja benehmen. Und
Und da fällt aus dem Nichts das 1:2 für Kuhnewalde. Ich glaube, der Torschütze weiß auch nicht selber, wie er das gemacht hat. Oh. Jetzt gibt es sogar noch eine gelbe Karte für die 16 von Wachau. Ja, also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ein Ding gewesen, keine Ahnung. Kannst du nicht viel sagen. War halt schlecht verteidigt, ne? Musst du halt im Mittelfeld den Oma umrotzen. Und jetzt steht es 2:1 für Kuhnewalde. Basti! Wie geht das hier, dass ich hier auf 2:1 tippen kann? Ja. Ja, ich bin da kein. Ja, genau, ich bin. Was ist denn das? Nee. Und dann hat er die Tito. Hol mal Basti her. Bevor ich hier irgendwas kaputt mache. Oh, oh, oh. Warte, jetzt kommt schon wieder Helmut durchs Bild. Hol mal Basti bitte her. Wo denn? Das ist doch. Mit hat nur mit zwei Handys. Basti! Basti! Kannst du mal hier 2:1 tippen? Jetzt muss man sagen, dass Wachau im Zugzwang ist. Und wir hoffen mal, dass nochmal die Hose aufgeht hier. Eckball für Wachau. Jetzt wäre die Chance zum 2:2. Tim Walder tritt die Ecke. Und jetzt. Pflückt er wieder runter. Aber so ist es beim Fußball, ne? Die Gästemannschaft kriegt nichts aufs Parkett, haben zwei Chancen und machen zwei Buden. Jetzt kommt gleich wieder Helmut durchs Bild. Also, siehst du, hier, da geht schon wieder Pilze sammeln im Garten. Schöne Jogginghose. Die Samstags-Jogginghose. Was war das wieder, Günther? Nee, Helmut. Ja, pass auf. Mhm. Machst du hier oben? Ja. So weit waren wir auch schon. Da haben wir auch schon drauf gedrückt und dann? Dort. Dann lässt du das aus. Gehst auf Text. Dann gehst hier rein. Musst du ein bisschen rüber. Swipen. 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 Zack. Zack. Wie viel ich lerne Zack. Heute an dem Tag. Zack. Ne? 1, 2, bam. Ist wirklich nur Cola, Alex. Fragen Tim und Basti. Und Katrin ist auch hier. Und die andere Alex ist auch hier. Die mir die Cola gebracht hat. Vor allem, ich gucke die ganze Zeit auf den kleinen Bildschirm, anstatt hier mal. Stark gemacht, stark abgeschirmt und jetzt muss er sich belohnen. Und eigentlich steht er im Abseits, aber hat der Schiri nie gesehen und schon wieder. Und alle rasten aus hier in der Wachau Arena. Weil eigentlich wieder ein Foul war. Aber er muss auch clever sein und sich fallen lassen. Stark. Oh. Jetzt wird es ein bisschen hektisch hier. Ball hochhalten ist ganz groß im Kommen. Und oh! Jetzt muss es gelb geben. Oh, glattrot. Glattrot für Paul Walder.
Und das kommt aus nichts, ne? Oh, glattrot für Paul Walter. Er mit dem Turban. Jetzt wird nochmal mit dem Schiri diskutiert, aber er lässt keine andere Meinung zu. Es war schon ein Foul, aber ich glaube, es war in seinem Spiel sein erstes. Und man könnte auch nur Gelb dafür geben. Aber, ja. Paul, oh, jetzt wird sein Bruder noch aggressiv. Er will die Familienehre verteidigen. Er geht nochmal zum Schiedsrichter. Aber der Schiedsrichter ist eiskalt. Die Mutti sagt, oh, dass er gleich zum Schiri geht. Oder sie zum Schiri geht. So. Wachau nur noch zu 10. Jetzt wird es bloß noch ein Kampf. Und sie liegen 2-1 hinten. Mal gucken. Ja, es war auch das erste Foul. Eigentlich kann man auch mal Gelb geben. Aber naja. So. Jetzt werden wir den Freischuss noch abwarten hier von Kuhnewalde. Auf einer Seite war es wirklich gewollt. Na klar, der wollte nur den Spieler und den Ball wollte ich nicht. Ja, so, nochmal in die Chatbox bitte ein Emoji-Herz für Paul Walter, für seine rote Karte. Jetzt kommt er gelaufen. Der Freistoß ist so unrelevant. Ein Emoji-Herz für Paul Walter, der in die Kabine geht mit Rot. Jetzt schwenken wir mal zum Freistoß. Ja, das war wieder nichts. Aber wir wünschen uns ein Emoji-Herz für Paul Walter. Für die rote Karte. Ich lese gerade bei Medizin Hochweitschen auswärts in Chatras 2-0. Mufti macht das Tor. Entschuldigung, dass ich auch dafür Werbung mache, aber der Verein liegt mir auch am Herzen. Medizin Hochweitschen, wenn ich mal so sagen darf. So. Wie gesagt, Wachau zu 10 und jetzt ist bloß noch ein Krampf. Der 12er liegt unten, hat oben Krampf. Ja, man muss sagen, Paul Walter ist eigentlich wirklich ein guter Mann. Auch ein guter Fußballer, ein guter Verteidiger. Hat eine tolle Mutti und einen tollen Bruder. Die ganze Familie ist nett. Ist wirklich so. Muss ich dazu sagen. So, hier wird die 12 behandelt. Ohne Einwirkung hat er sich einfach mal hingelegt. Jetzt muss, glaube ich, auch noch mal ein Ruck durch die Mannschaft gehen von Wachau, dass sie die letzten paar Minuten auch noch mal zeigen, was sie eigentlich können. Sie können ja eigentlich, wenn sie wollen. Aber ich glaube, der Stoßspieler steht gerade neben mir, der auch mit Rot gesperrt ist seit 2 Wochen. Gut gesagt, oder? Hast du studiert, ne? So, der Ball ist hier. Hier kommt der Paul Walter. Nochmal alle in die Chatbox ein Herz für Paul Walter. Er zeigt uns gerade seine Wunde, aber es muss nicht genäht werden. Also von daher, er überlebt. Darf er nicht. Hey, schon wieder! Schon wieder die 19! Die ganze Zeit die 19!
Menschenskinder! Aber das sieht man auch im Stream hier, dass immer die 19 schubst, ne? Das gibt's oh, wirklich nicht hier. Also jetzt wird's oh, verpfiffen, muss ich auch mal sagen. Paul, du wurdest gerade gelobt hier, guter Mann. Ich glaube, der braucht erstmal Ruhe. Hier läuft der Rotzinter. Der Rotzinter läuft hier. So. Und jetzt muss er, jetzt wird's aggressiv hier. Jetzt wird's mal Fußballspiel. Ein richtiges Kreis-Oberligaspiel wird's jetzt mal hier. Wenn alle schreien. Paul, willst du Cola braun haben, Paul? Nee. Wieso denn nicht? Bloß weil er auf der Hochzeit muss. Nee, nicht ich. Willst du ihn haben? Kann mir mal jemand. Guten Tag. Der hat schon verlängerte Probezeit. Ich bräuchte mal einen leeren Becher. Könnte mir mal jemand einen bringen, bitte? Ach so, da kann ich ja auch nichts dafür. Wenn er. Nein, akzeptiert. Ja. Hast du was jetzt verstanden? Oh. Ja, die Mutti hat Nein gesagt. Paul, du kriegst nichts. Hol mal bitte Leitungswasser für Paul. So, jetzt wird es hier richtig hässlich, glaube ich, die letzten Minuten. Im schönen Wachau. Eckball für Motor Kuhnewalde mit E am Ende. Tabellenletzter, man muss immer betonen, das ist Tabellenletzter. Ich hätte ihm bloß im Wasser gebracht. Ist so. Komm, Betrieb, komm! So, jetzt müssen sich alle nochmal strafen von Wachau, dass sie wenigstens hier einen Punkt holen. Zu Hause. Und der hebt die Fahne. Ich weiß auch nicht, warum der die Fahne hebt, weil der null im Abseits war. Ich würde jetzt sagen, so blöd kann keiner sein. Oh, den Spruch habe ich geklaut. So, die ersten gehen jetzt noch pullern und dann gehen die los. Das sind richtige Fans. Da liegt die Mannschaft mal 2-1 hinten. Da wird nicht supportet, da wird erstmal pullern gegangen und dann. Was ist denn jetzt? Jetzt pfeift er irgendwas. Also jetzt wird. Also das war. Also jetzt muss man wirklich sagen, warum hat er gepfiffen? Ich glaube, der hat glaube ich, das Leben satt, aber. Es ist Wahnsinn. Also der Schiedsrichter gerade in der zweiten Halbzeit ist wirklich Wahnsinn. Also es weiß auch keiner hier im Sportpark Wachau, wer gerade die gelbe Karte gekriegt hat. Der hat zwar eine gezückt, aber keiner weiß, wer sie gekriegt hat. Hier im Hintergrund wird gerade ein Esel gebumst. Oh, darf man das sagen bei Twitch? Ich weiß es gar nicht. Nee, dass man gebannt wird von 33 Tagen. Aber mir ist egal, ich bin ja bloß Kommentator. Ah, oh, stark gehalten, stark, holt er die flache Rand nochmal raus.
Was ist denn jetzt schon wieder? Wo wurde der am Abseits? Also, das, also der Schiedsrichter, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit eine richtige Luftpumpe. Erste Halbzeit war ganz gut, aber zweite Halbzeit macht er sich gerade richtig unsympathisch. Und jetzt geht er hier zur Trainerbank, der Schiedsrichter von Wachau, und gibt dem Trainer eine gelbe Karte. So, jetzt steigen die Fans so ein. Aber der Schiri, wie gesagt, zweite Halbzeit, Schmutz. Mhm. Entschuldigung, aber muss ich auch mal so sagen. Was pfeift denn er schon wieder? So, Kuhnewald steht auch noch hinten drin, macht lange Bälle, was sie auch können. Und jetzt haben sie einen Konter. Und sie machen das 3-1. Wie kann man... Ja, okay. Da kann man auch nichts mehr dazu sagen, ne? Konter, 3-1. Ist... Ja? Oben? Rechts. Oben? Ja. Da? Da? Ja? Kannst du jetzt zweimal was machen, ist einfach... Ja, leider das 3-1 für Kuhnewalde. Ich will ja jetzt nicht sagen, Wachau hat sich aufgegeben, aber man muss auch sagen, die Schiedsrichterleistung gerade ist auch wirklich sehr schlecht. Wir wollen nicht alles den Schiedsrichter in die Schuhe schieben, aber der hat einen großen Anteil dabei, dass es gerade so läuft, wie es läuft. Ist so. Man hätte einen Elfmeter pfeifen müssen. Die rote Karte war auch übertrieben. Von daher, naja, mal gucken, ob sie sich jetzt die letzten paar Minuten noch straffen können. Barau jetzt im Angriff und darf er eigentlich nicht, war zurückgespielt. Aber das sieht wieder der Schiedsrichter nicht. Von da? Du darfst auch nicht. Ich kann mein Auto stehen lassen. Ja, bist du, wirst du nach Hause gefahren? Ja. Siehst du, dann ist das geleert. Dann holen wir mal einen Becher und eine Cola. Ja, hol. Nee. Dann ist die Flasche leer. So, jetzt pfeift er schon wieder ab. Wir wissen nicht warum. Sogar die Gästemannschaft weiß nicht, warum abgepfiffen wird. Erik, hol den Ball, ist keine Zeit. Wir wissen alle nicht, warum abgepfiffen wurde. Es ist ernsthaft so. Es ist sogar die Gästemannschaft weiß nicht, was der Schiedsrichter hier gerade veranstaltet. Und ja. Ich glaube, der Schiedsrichter ist auch bloß auf Bewährung. Der das hier gerade pfeift. Schöner Ball. Oh, wenn der durchkommt, dann ist Pistolero ganz frei. Und jetzt kommt der Kondor.
Konto. Konto. Stark, stark vom. Und, ey! Und. Ah, das siehst du wieder, hä? Du Linse. Menschenskinder. Guter Ball, guter Ball. Aber da fehlt es halt in der Box. Oh, der geht drüber. Der geht drüber. Das ist ein Sportsmann, da könnt ihr auch mal klatschen, Kuhnewalde. Bringt sogar euch einen Ball. Kriegen den Ball nicht hinten raus und dann stehen da zwei frei, aber der Torwart ist clever. Jetzt wird es nochmal hier richtig hitzig in der Partie. Der Kapitän von Wachau. Jetzt gibt's Rot für einen Trainer, glaube ich. Also das habe ich auch noch nie gesehen in einem Live-Spiel, dass der Trainer Rot schon wieder kriegt. Also schon wieder. Also mir wurde gerade gesagt, in Wachau ist es normal, aber für mich ist das erste Mal. Der Keiler, ich sehe gerade hier in der WhatsApp-Nachricht, der Keiler kriegt Rot. Also muss das irgendwie der Trainer sein. Der Keiler geht jetzt an die Bar. Der hat es geschafft. So, wenn Wachau jetzt mal ins legt hier zum 3-2, wäre das schon mal moralisch ganz gut. Und schon wieder! Was pfeifst du denn? Also das gibt's doch gar nicht. Ey, wir müssen aber sagen. Ja, das stimmt. Wenn er reingegangen wäre, wäre er drin gewesen. Das sind 5 Euro ins Phrasenschwein, Herr Purzig. Hier, der Chat explodiert hier. Du bist schon zu. Nee, ist wirklich so. Guck mal, wie viele Leute hier schreiben. Alex W. Ja, Alex W. Oh. Aber hier, du musst. Kann ich hier? Kann das ich nicht. Aber angetrunken, schön. Cola ist nur. Oh. Ist so. Hier gucken sogar Leute aus Berlin zu und aus Fahlenrost. Hier ist international. So, wir machen dann noch ein Interview von dem Rotsünder nach dem Spiel. Der muss hier bleiben. Hol dir mal einen Becher. Dein Auto wird nach Hause gefahren. Der Schiedsrichter, was war denn das jetzt wieder? Jetzt pfeift der schon wieder irgendwas ab, was keiner weiß. Das ist. Schön, dass ihr Aufkleber von Ottendorf und Griller hier drauf habt, ne? In Wachau. Ja, genau, Fanfreundschaft. Also offiziell wurde gerade bestätigt, Wachau hat mit Ottendorf und Grill eine Fanfreundschaft. Der ist nicht Herr seiner Sinne, der hat was am Kopf heute. Achso. Aber wir haben einen stabilen Stream hier. Finde ich gut. Brauchst du noch eine hässliche Bekleidung für die Hochzeit heute Abend? Ich gehe mit Jogginganzug. Aber mit dem gelben von gestern. Ja, klar. Ey, der ist stylisch, ist der. Der ist nachhaltig, ihr habt ja auch keine Ahnung. Jawohl!
Da wirst du gehänselt hier in Wachau, weil du nachhaltige Sachen anhast. Und nicht bei, 10A, bei C und A oder bei Primark gekauft hast. Also wir haben noch 15 Minuten. In 15 Minuten kann aber Wachau mal mindestens 2 Nüsse machen. Oder was sagt ihr? Das war wieder ein Schuss, der ins Leere ging. Zum Glück. Schon wieder! Du kannst auch mal pfeifen, ne? Du Dachba... Oh. Nicht, dass du gebannt wirst. Ich meine, du Luftpumpe! Ja, jetzt ist auch die Nervosität von Wachau dabei. Jetzt werden blind die Bälle ins Ausgewehr. Oh, dass der das nicht gepfiffen hat, war ist auch wieder spannend. Jetzt kommt so ein dummer Ball. Ja, gut für Wachau. Abstoß für Kuhnewalde. Warum gibt es die nächste rote Karte? Für was? Du Wichser! Jetzt wird's. Jetzt die zweite rote Karte für Wachau, aber keiner weiß warum. Oh, er holt nochmal die gelbe raus. Der Kapitän. Jetzt weiß ich gar nicht, erst hat er rot gezückt, also doch, es geht einer raus von Wachau. Und dann hat er nochmal gelb gezückt, aber für was, weiß keiner. 3-0 Medizin, das ist schon mal ein positives Zeichen. Tabellenspitze erobert wieder, oder, Tommy Udisch? Aber was hier in Wachau abgeht, das geht auf keine Kuhhaut. Das ist wirklich so. Also ich glaube, der Schiedsrichter, der kriegt keinen guten Walk-on dann in die Kabine mit seiner Leistung. Ja, Tommy Ulich, die Frage ist, wo soll ich dich kommentieren, ne? Da müsst ihr mal einen Twitch-Kanal machen bei Medizin und dann... mache ich auch mal vielleicht einen Livestream. Kommt immer drauf an, wie viele Kisten Bier hier stehen. Bei mir steht gerade, macht da drüber. Bei mir steht gerade ganz viel Alkohol.
Darf ich auch nicht laut sagen, weil meine Mutti zuguckt. Aber kommt immer drauf an, auf die Bezahlung, ne? Aber für euch würde ich so für einen guten Taler machen. So, es wird gerade gemunkelt, dass die rote Karte zustande gekommen ist wegen einem Halten, was aber, glaube ich, keiner gesehen hat, außer der Schiedsrichter. Und Wachau spielt wirklich jetzt nur noch mit... Jetzt. Da ist keiner in der Box. Da muss ein Schubert in der Box sein. Der Schubert hätte ihn mit Adiletten in den Knick geknallt, das Ding. Aber naja. So. Wachau bloß noch zu 9 und jetzt eine Ecke. Wachau liegt 3-1 hinten. Oh, jetzt werden hier, ich glaube, nach dem Spiel werden wir nochmal live dabei sein, was nach dem Spiel passiert, wenn hier abgepfiffen wird. Passt wieder. Ich glaube, es sind noch 10 Minuten zu spielen hier. Alex, schick mir noch ein Bild hin, dass das mit dabei ist und mit wie dabei ich. Ist und, nicht mit und mit Kamera. Was gibt's schon? In welcher? Zeig mal. Hey, das Bild hätte ich gern gesehen. Also mit, ja? Ja. Duke Mockridge ist live. Ich muss mir gerade hinstellen. Zeig mal, ist das gut? Von Paul. Wo kursiert das rum? Ich hab da Alex vorhin gezeigt, dass du eine Cola trinkst. Ja, dann zeig mal das Bild, was du. Ja. Ich hab's nur Alex geschubst. Ja, nur der Alex, das ist das Problem. Schon wieder geschubst. Ja, ich hab da nur bewiesen, dass du nur Cola trinkst. Ja, das kannst du mir auch mal schicken, bitte. So, machen wir dann über meinen. Ja, können wir gerne machen, aber du brauchst eine stabile Internetverbindung. Jawohl! Da macht er. Ah! Wo geht denn der auf den Mann? 12 Uhr! Achso. Jetzt wird's richtig hässlich hier. Jetzt wird's richtig hässlich hier. Jetzt müsst ihr eigentlich alle einschalten. Jetzt wird's richtig hässlich hier. Die letzten Minuten. Jetzt gibt es Diskussionen zwischen dem Linienrichter und dem Schiedsrichter. Er muss überlegen, was er jetzt gerade macht. Und jetzt wird
Und jetzt wird das Spiel und Wachau geht geschlossen. Ja, Alter, Wachau geht geschlossen vom Platz. Jetzt geht Wachau geschlossen von dem Platz. Das ist historisch. Wachau geht geschlossen vom Platz und es ist noch nicht mal vorbei. Und Wachau geht geschlossen von dem Platz. Es ist, glaube ich, noch 10 Minuten zu spielen und Wachau geht geschlossen vom Platz. Und ich weiß nicht, was jetzt hier passiert, aber die Mannschaft von Wachau geht geschlossen vom Platz. 10 Minuten. Ich weiß hier nicht, was hier passiert gerade, aber Wachau, wie gesagt, geht von dem Platz. Es wird in Wachau nicht mehr weitergespielt. Es sind noch 10 Minuten zu spielen. In Wachau wird nicht mehr weitergespielt, weil die Mannschaft von Wachau geschlossen den Platz verlassen haben. Das gab es, glaube ich, noch nie. Und ich habe es auch noch nie erlebt, dass es sowas gibt. Kuhnewald guckt sich an wie Max in der Sonne. Und Wachau ist in die Kabine gegangen. Wir holen vielleicht noch irgendjemanden Spieler dann ans Mikrofon und gucken, was passiert ist. Aber das ist gerade, was hier passiert, ist unglaublich. Bei 1:3 für Wachau und ganz viele Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter wird hier geschlossen, die Mannschaft geschlossen geht vom Platz und wo noch 10 Minuten zu spielen sind. Wir werden gleich auch noch Stimmen wahrscheinlich noch einholen. Ich hoffe, dass ich noch Stimmen einhole. Aber das ist Wahnsinn. Tschüss. Was hier gerade passiert in Wachau. 10 Minuten vor Schluss. Wachau verlässt den Platz gegen Kuhnewalde. Motor Kuhnewalde. Ja, die Frage ist, kannst du mal kurz, wir haben den ersten Gast vor der Kamera, kannst du mal kurz den... Na, ist egal, komm mal her, bitte. Wir haben den ersten Offiziellen von Wachau. Wir fragen ihn mal, er hat die rote Karte ein Stück hinter. Das ist die Meinung zum Spiel und warum du eine rote Karte gekriegt hast. Rote Karte wegen Meckern, gelbe Karte wegen Meckern hast. Ja. Dann Plattrot, weil ich den Torhüter von dem Gegner verbal geschimpft habe. Weil er angeblich in unseren Strafraum eine Foul gesendet hätte. Ja. Also, wie es halt immer so ist. Der letzte Mann sieht immer alles, was auf vorne passiert. Genau, was auf der anderen Seite ist. Ja. Ist genau. Vielen Dank für die Einschätzung. Und kannst du noch sagen, warum die Mannschaft jetzt geschlossen den Sportplatz verlassen hat? Weil sie sich betrogen gefühlt hat. Okay, das ist schon mal die erste Stimme von einem Offiziellen von Wachau. Ich hoffe, das ist gut. Also, dass man Stimmen einholt, ist gut. Jetzt wird gerade diskutiert, ob das Spiel weitergeht oder ob das Spiel abgebrochen wird. Das ist, also was in Wachau gerade abgeht. Ihr seid alle selber dran schuld, ne? Ihr seid wirklich alle selber dran schuld, wer nie in Wachau mit dabei ist. Das ist... So, jetzt wird hier wirklich gerade... Geiler als bei Sky! Wir sind geiler als bei Sky! Keule, ich hab den Scheiß auf Dynamo, ey. Nee, Scheiß auf Sky, wir sind... Wir sind wirklich live dabei, wie jetzt. Phil fragt gerade in der Gruppe, wie jetzt. Wir warten ab, was hier passiert. Hier passiert, glaube ich, es ist Wahnsinn, was hier passiert. Also zum Glück bin ich hier und nicht in Dresden. Die Mannschaft, die kommt jetzt noch mal raus. Die stellen sich hier unten an die Ecke, damit es jetzt keinen radikalen Spielabbruch gibt. Und sonst wird es noch alles ein bisschen extremer. Die kommen jetzt einfach raus und...
ja, schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Wir werden, schönen Dank, Basti, für das Statement. Wir werden das sehen und wir werden das auch sehen, was hier jetzt in Wachau passiert. Das ist Wahnsinn. Wer ist Tommy Ulig? Welcher Meppe macht das 4-0? Also, ich habe mal eine Frage. Eigentlich ist es uninteressant, was bei euch gerade abgeht, weil in Wachau ist hier richtig Bude los. Aber Meppe, welcher Meppe? Ja, na klar, das wird gespeichert. Also, ich hoffe, dass ich alles drauf habe. So, es wird gerade diskutiert, es wird wirklich... Meppe? Fragezeichen? Ja, ich frage auch gerade Herr Porzig Meppe, aber das ist nicht der Meppe, oder? Das ist nicht der Meppe. Tommy Ulig, klein von Mufti, also sein Bruder. So, jetzt kommt Wachau aus der Kabine wieder raus. Und jetzt läuft der Kapitän zu der Gästemannschaft von Kuhnewalde. Und mal gucken, was jetzt hier passiert. Kleine Brute von Mufti. Aber die Frage ist, wer ist Mufti? Jetzt wird gerade diskutiert, was hier passiert. Wachau kommt jetzt wieder wirklich außer... Oh, es wird weitergespielt. Wird jetzt weitergespielt. Die Frage ist... Also so wie es aussieht, sind sie Kumpels und werden das Spiel beenden. Aber die Frage ist, wie wird das Spiel jetzt gerade ausgehen? Aber das ist meine Frage, Tommy Ulig. Das ist aber nicht hier von der Familie Meppe, die hier Kraftsport und so machen und hier ein bisschen boxen und so, ne? Das ist nicht... So, also es sind wieder alle beide mal. Ich weiß nicht, was gerade gesprochen wurde zwischen dem Kapitän von Wachau und zur Gästemannschaft. Die stehen alle jetzt wieder da. Es geht erstmal weiter und mal gucken, was jetzt passiert. Oh, es passiert das, was ich noch nie im Fußball erlebt habe. Es ist wirklich so, ich spiele schon viel Fußball und es wird jetzt die letzten 10 Minuten nur den Ball hin und her geworfen. Es gibt auch sogar Applaus von den Fans. Das ist ganz stark. Das ist Fairplay. Was hier gerade abgeht, ist wirklich... Der Schiedsrichter weiß auch nicht, was er gerade machen soll. Kuhnewald liegt eigentlich 3-1 vorne. Kuhnewalde, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Die spielen sich die Bälle hin und her. Und jetzt wird für jeden... Oh, jetzt wird für jeden Pass wird jetzt nochmal... Oh, hey! Wahnsinn, was hier passiert in Wachau. Und... Alle 11 Leute, die gerade zugucken, ne? Ihr habt das besten Stream angemacht, weil ich habe das. Ich fahre zu weiß wie viel Spielen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Der Schiedsrichter steht bei seinem Assistenten, weiß nicht, was abgeht. Aber es werden die 10 Minuten runtergespielt. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn! Das hat auch einen großen Applaus an die Gästemannschaft aus Kuhnewalde verdient, dass sie sowas mitgemacht haben. Es ist wirklich so. Also, wie wir gerade erfahren haben, sind Wachau vom Platz gegangen, weil sie gefühlt beschissen wurden. Wurden sie auch? Es ist wirklich so. So, pass auf, jetzt kommt hier Dietmar. Jetzt kommt hier leider Dietmar durch den... Ah, nee, habe ich noch nie auf dem Bild, weil...
Der Dietmar kommt gleich. Der Dietmar winkt nochmal für uns. Dietmar! Winkt mal in die Kamera! Der Dietmar, der Dietmar winkt in die Kamera. Wir haben alles, Dietmar. So, es ist wirklich. Ich weiß nicht, was hier passiert. Es ist Wahnsinn. Es sind noch 10 Minuten zu spielen beim Kreisoberligaspiel zwischen TSV Wachau gegen Motor Gunewalde mit E am Ende. Und es wird die letzten 10 Minuten stehen, die einfach nur da und machen nichts. Es ist einfach nur Wahnsinn. Wir versuchen dann noch den Kapitän von Wachau an die Kamera zu kriegen. Was hier gerade passiert, habe ich noch nie im Fußball. Und jetzt kommt sogar das Bier. Jetzt kommt sogar das Bier für die Gästemannschaft. Das ist ganz großes Kino, was hier gerade passiert. Das ist ganz großes Kino. Also das hat mit Fairplay Fußball zu tun, wenn die Schiedsrichter hier alles zerpfeifen. Ist einfach so. Aber dass alle mitmachen, Wahnsinn. Großer Applaus an Gunewalde, was hier gerade passiert. Guckt euch das an. Wachau steht in ihrer eigenen Hälfte. Gunewalde steht in ihrer eigenen Hälfte. Tun den Ball noch die 10 Minuten hin und her schieben. Wahnsinn. Wahnsinn, was hier passiert. Es ist einfach nur Wahnsinn. Ich bin so aufgeregt, weil ich sowas noch nie erlebt habe, dass eine komplette Mannschaft erstmal den Sportplatz verlässt, dann wieder zurückkommt und dass die Gästemannschaft dann den Ball hin und her schiebt. Das ist Wahnsinn, weil man sich betrogen gefühlt hat. Oder ihr könnt mich gerne berichtigen im Stream. Es ist wirklich so, wir werden auch, verspreche ich euch, wir werden auch den Kapitän für die Kamera kriegen und nochmal fragen. Wir werden vielleicht auch noch einen Gästespieler vor die Kamera kriegen. Das werden wir schon alles hinkriegen. Aber was hier gerade in Wachau abgeht, ist absoluter Wahnsinn. Der Schiedsrichter diskutiert immer noch mit seinem, könnt ihr sehen hier, der Schiedsrichter diskutiert immer noch mit seinem Assistenten, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Fußball vom anderen Stern. Standfußball vom anderen Stern. Es ist einfach nur Wahnsinn. Sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ich gehe schon seit meine 21 Jahren zum Fußball und sowas habe ich noch nie erlebt. Es ist Wahnsinn, was hier gerade passiert. Ich muss mal kurz ans Telefon, weil mich jemand aus dem Sternberger See angerufen hat. Hallo, wir sind live im Stream, wir sind noch in Wachau. Du weißt nicht, was, ihr habt alles verpasst, was gerade in Wachau passiert ist. Ja. Ja, guckt den Stream auf Twitch. Wir haben schon den ersten Interviewpartner gehabt. Wir sind besser wie Sky. Und jetzt guckt die letzten Minuten auf Stream. Es ist wirklich unglaublich, was hier passiert. Die Mannschaften liegen oder stehen mitten auf dem Platz und machen nichts, weil das alles nur geschoben war. Oh, der Schiedsrichter, oh, warte kurz. Der Schiedsrichter pfeift in diesem Moment die Partie ab. Und es ist keine Ahnung, wie das ausgegangen ist. Wachau und Gunewalde tun sich applaudieren.
und alles und auch abklatschen. Fairplay für alle. Also was hier gerade passiert ist, weiß ich nicht, das habe ich auch noch nie erlebt. Also ihr seid selber dran schuld, dass ihr nicht nach... Ja, dann sagt, was ihr heute Abend macht, ich bin dabei, weil ich habe heute Abend nichts vor. Freunde, auch wenn es zum Schluss immer schön war. Nein. Was denn? Nee, ich muss ausmachen jetzt. Ich muss den Scheiß speichern jetzt. Warte mal, ich rufe dich gleich zurück. Nee, wir müssen hier noch... Für unsere Chatbox, es sind mittlerweile 15 Leute, auf der Chatbox müssen wir noch mindestens 2 Leute vor die Kamera kriegen. Ist wirklich so. Wir werden jetzt noch mal 2 Leute vor die Kamera kriegen. Psst. Ruhe. Großer Applaus an Kuhneweide, dass sie das mitgemacht haben. Es ist wirklich so, wir versuchen noch jemand. Wir werden noch versuchen, jemand auf die Kamera zu kriegen. Hier. Herr Kuhneweide, könntest du nur mal kurz zu mir kommen dann? Wir haben glaube ich, einen. Der gleich zu uns vor die Kamera kommt, von der Gästemannschaft. Und dann werden wir noch jemand von Warau holen. Und ja, also was hier gerade passiert ist, ich kann es wirklich nicht verstehen. Was hier gerade passiert ist in Warau, das ist einzigartig. Wir werden das, glaube ich, alles aufarbeiten. Wir sind schneller wie Sky. Ist es wirklich so. Das Schiedsrichtergespann wurde gerade herzlich und warm verabschiedet. Ich glaube, in Warau dürfen sie nicht mehr auftreten. Jetzt gibt es nochmal eine Ansprache, wie ihr sehen könnt, von... Warte, wenn ich das hier mal so... So ist besser. Es ist einfach nur Wahnsinn. Es ist wirklich nur Wahnsinn. Wir werden wirklich versprochen noch mindestens 1-2 Spieler vor die Kamera kriegen und fragen, warum und weshalb es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Es ist wirklich so. Wir gehen mal ein Stück runter. Warte. Wenn wir mal Richtung Sportplatz gehen jetzt. Wir versuchen noch den Kapitän von Wachau an die Muschel zu kriegen und fragen, was alles der Beweggrund war, warum man das so gemacht hat. Starke Aktion, Jungs. Oh nee, oder? So blöd kann keiner sein. So blöd zum Glück. Oh, jetzt kommt hier der Kapitän. Wir haben den ersten Interviewgast. Jetzt bleibt mal dran. Wir werden jetzt mal den ersten Interviewgast, den Kapitän von Wachau. Warte, Tim, noch ein Stück zurück, bitte. Gut. Tim, eine Frage in die Chatbox. Wie war erstmal das Spiel? Das Spiel war mit 2 roten Karten richtig mies. Und am Ende, ja, du hattest auch ein paar Chancen, aber warum? Ja, prinzipiell scheiß Spiel. Wir wussten von vornherein, gegen Tabellenletzten ist beschissen. Die haben bis dato alles verloren. Klar, bei uns haben heute einige Spieler gefehlt. Es ist trotzdem keine Erklärung, keine Begründung.
ja, abhaken. Die Leistung von Chiris will ich eigentlich nicht viel sagen, weil ich mich da vielleicht doch jetzt noch strafbar machen würde. Aber sowas habe ich in 24 Jahren Fußball einmal noch nie erlebt. Da ist die Frage, wo ich immer mal reingrätsche, kurz als Kommentator. Was waren die Beweggründe und du als auch Kapitän, als geschlossene, als der Mannschaft, also mit der Mannschaft geschlossene, das Spiel 10 Minuten vor Abpfiff das Spielfeld zu verlassen? Prinzipiell war es eigentlich eine Mannschaftsentscheidung, weil wir schon an nächste Woche gedacht haben. Wir hätten hier weiterspielen können, wir hätten keine Zweikämpfe mehr führen dürfen. Es wäre alles gegen uns gepfiffen worden. Jeder Zweikampf war eigentlich potenziell gelbe Karte bei uns, egal wie wir es geführt haben. Und das ist einfach, ja, es war nicht sportlich fair. Wir wurden hier von Anfang an beschissen, wenn Schiedsrichter aufs Feld kommen und sagen, hier, so wie wir begrüßt werden bei euch. Ich meine, klar, die sind Landesliga-Niveau gewohnt. Da kriegen sie wahrscheinlich noch früh eine Bämme geschmiert oder sowas, keine Ahnung. Ja, die kommen aufs Feld, sagen hier, was wollt ihr heute von uns? Die schicken Spieler wieder in die Kabine, weil sie eine rote Unterhose haben und wir haben eine schwarze Trikothose an. Ja, also fehlt mir einfach was. Wir spielen ja Scheißhausliga und das ist einfach ein Witz, logisch. Also ich muss sagen, das, was ich hier gesehen habe, war eigentlich bockstark. Also von allen Beteiligten auch die Aktion. Und ich muss auch, man muss auch sagen, sagst du glaube ich auch, das große Kompliment auch an Kuhnewalde, Motor Kuhnewalde gibt, dass sie sowas mitgemacht haben, dass dann die letzten 10 Minuten oder 7 Minuten der Ball hin und her geworfen wurde. Und der Schiedsrichter, der wirklich in der zweiten Halbzeit, man muss auch wirklich sagen, in der zweiten Halbzeit. Entschuldige bitte. Ja, Prost, hast du dir verdient. Eigentlich nicht, weil du die Bude nie gemacht hast. Aber man muss sagen, in der zweiten Halbzeit war der Schiri wirklich unterirdisch. Das war, sowas hat man noch nie erlebt. Habe ich in meinen 22 Jahren Fußball-Bums, was ich schon erlebt habe, noch nie erlebt. Aber das, was heute passiert ist, vielen Dank. Also ich muss sagen, wirklich vielen Dank an Kuhnewald und vielen Dank an Wachau, dass es wirklich so abgelaufen ist und dass Solidarität gegen Beschiss. Und man kann auch sagen, egal ob man jetzt gebannt wird oder nicht, ne, man kann auch sagen, fick dich DFB. Es ist wirklich so. Was sagen Sie? Ja, ich sag mal, großes Dankeschön nochmal an Kuhnewalde. Ja. Das ist nie gang und gäbe, die hätten hier weiterspielen können. Genau. Es war schon in Ordnung, auch die Spieler von Kuhnewalde, ganz menschlich. Ja. Abhaken das Spiel. Jetzt gehen wir zu Richard zur Hochzeit und saufen uns richtig schön. Genau. Dann viel Spaß bei Richard zur Hochzeit. Danke. Und wenn du noch eine hässliche Begleitung brauchst, nein, ich bin da. Ja. Wir brauchen noch einen Interviewpartner. Ja, wer ist das? Helge. Helge. Läuft das Ding überhaupt? Klar, 16, mittlerweile 16. Wir sind nur auf die Interviews, ganz geil. Ja, vorhin waren immer plus 5. Helge, ja? Was sagst du zu dem Spiel? Also es war ja, erste Halbzeit war ja ganz gut. Aber, Prost erstmal. Aber zweite Halbzeit ist ein bisschen untergegangen, oder? Ja, ich sag mal so, wir gehen locker einzeln in Führung, verpassen das zweite Tor, dann kriegen wir das 1-1. Super rausgespielt für Kuhnewalde, ist vielleicht abseits, denke, ja, kann schon sein, egal, 1-1. Dann haben wir wieder die Chance zum 2-1, kriegen aber direkt im Gegenzug das 1-2, dann zwei dumme rote Karten. Also was ist dumme rote Karte? Eine rote Karte ist wirklich dumm gewesen. Kann man vielleicht einen gelben Karton zeigen mit dem Fingerspitzengefühl, aber das hat er heute eben nicht gezeigt, unser Herr Pfeifenmann. Und dann die rote Karte von Tom Kühn ist eine Frechheit vom Herrn. So was kann man überhaupt nie machen. Das ist eine riesen Frechheit. Das stimmt, da muss ich. Das war auch nicht das Ähnliche, das waren nur ja, ganz viele andere Sachen, kleine Fouls, die nur gegen uns gepfiffen wurden und überhaupt nie für uns noch. Nur gegen uns und nicht gegen die Reihe.
Riesensauerei. Hier, ich verabschiede mich. Ja, vielen Dank, Helge. Nee. Guck mal, doch, ein kleines, doch, komm. Wir brauchen einen von euch, bitte. Ja, eben, ist das live. Komm mal her. Die sind mittlerweile, wir brauchen noch einen von Kuhnewald. Also wir sind dabei, dass wir von Kuhnewald noch jemand ans Mikro kriegen. Aber die zieren sich gerade, aber das kriegen wir immer hin, wenn wir ganz viel Bier hinkriegen. Wir müssen sagen, sowas, was gerade passiert in Wachau, habe ich noch nie erlebt. Hier, die Spieler gucken sich hier, der Rotzünder und alles. Du musst in die Kabine gehen, vielleicht kriegst du ja. Wir werden versuchen, noch von Kuhnewalde noch jemand ans Mikrofon zu kriegen. Da kommt, oh, ich höre gerade, da kommt gleich einer. Ich hoffe, das ist der Kapitän. Nein. Okay, ist er nicht. Warte mal. Ich muss mal gucken, wann. Also, ich krieg gerade hier in der Live-Chat-Box, was Sie gerade hören. Der hat das Zeug zum Profispieler. So, jetzt kommt gerade einer aus Kuhnewald. Kuhnewald ist Spieler, warte. Meine Socken sieht man nie, oder? Ja, warte mich mal. Warte mal. Kannst du noch ein bisschen nach rechts? Oder, ja, genau. So, wir haben jetzt einen Spieler von Kuhnewald. Wir müssen erstmal sagen, Glückwunsch eigentlich zum Sieg. Aber die Frage ist, wie hast du das Spiel empfunden und dann auch den Abbruch von Wachau und hast du die Schiedsrichterleistung genauso gesehen wie die anderen? Also ich persönlich habe das Spiel, klar, weil ich auf dem Feld stehe, als Spieler wahrgenommen. Das kann eine völlig andere Perspektive sein, wie das von dem Zuschauer ist oder von dem anderen Spieler von Wachau. Ich persönlich kann nur sagen, dass meine Mannschaft heute entgegen der letzten Wochen, ihr werdet die Ergebnisse vielleicht gesehen haben, eine absolute Steigerung gemacht hat und dadurch, dass wir uns komplett auf unser Spiel konzentriert haben, auch unabhängig davon, wie das dann Ganze zerfahren wurde hier, war ich komplett stolz, dass unsere Truppe sich nur auf unser Spiel konzentriert hat. Und das ist das Einzige, was ich hier auch mitnehmen möchte und auch hier äußern will, weil im Endeffekt, wir haben eben ein Riesenthema gehabt nach letzter Woche, nach der Riesenklatsche gegen Dosa und haben heute so viel besser gemacht und deswegen sehen wir uns so als gerechten Sieger. Ja, das, also muss ich sagen, als Kameramann und als Kommentator muss man sagen, mit der Cola, ne? Mit der Cola, mit der Cola muss man sagen. Aber man muss sagen, ihr habt das wirklich. Es ist nur Cola. Also eigentlich war ja, seid ihr, 10% plus noch, Entschuldigung. Eigentlich war der hier, wenn er nach Wachau kommt, ein Underdog als letzter. Und dann macht ihr, ich sage jetzt mal, ihr habt 3 Torchancen und macht 3 Buden. Die Frage ist, was jetzt auch jeden beschäftigt ist, wie habt ihr den Spielabbruch oder das Weggang der Mannschaft von Wachau gefühlt und was habt ihr in der Mannschaft dann gesagt, wollen wir das mitmachen oder nicht? Und am Ende habt ihr das mitgemacht, aber was habt ihr euch dann dabei gedacht? Ja, im Endeffekt habe ich mir nur eins gedacht, da kann ich ganz kurz reden. Ich habe es in meiner Karriere noch nie erlebt. Ich bin 32 Jahre, dementsprechend lange spiele ich Fußball. Ja. Es kann vielleicht mal sein, dass wir bei schlechtem Wetter in der F-Jugend aufgehört haben, weil es zu sehr geregnet hat. Aber ansonsten habe ich das so noch nie erlebt. Ja. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, also ihr wart auch einverstanden, dass ihr dann auch die Bälle dann die letzten 10 Minuten hin und her... Ja, das war auch mit den Wachauer Spielern so abgesprochen, weil die Wachauer Spieler wieder aufs Feld kamen und die haben uns darüber informiert, dass sie den Spielabbruch nicht provozieren möchten und lieber die Zeit von der Uhr nehmen möchten und die werden uns nicht angreifen und deswegen das Spiel war offiziell dann wieder angepfiffen und dann haben wir das den Ball laufen lassen. Ja, es kam vielleicht nach außen provokativ rüber, aber im Endeffekt haben wir das mit den Spielern von Wachau gesagt. Nein, das war, also muss ich schon mal dagegen reden, es war nie provokativ. Außer die 19 und einfach die 19 und die 16, die war, ist halt so beim Fußball, ne? Wir lachen jetzt drüber, aber das ist erstmal egal. Aber das, was ihr heute gemacht habt, ich glaube, das hat ganz viel mit Fairplay zu tun, dass ihr sowas mitmacht und
dass man auch die Eier hat, als Gästemannschaft irgendwo hinzukommen und eigentlich bepöbelt zu werden und dann einen versuchten Spielabbruch dann trotzdem noch runterzuspielen, finde ich mega gut. Nochmal vielen Dank an Motor Kunnewalde und ich wünsche euch, jetzt ist das der letzte Satz, ich wünsche euch viel Erfolg in der Saison. Wünsche ich euch auch, ja. Und dass ihr auch drinnen bleibt in der Liga, ne? Ja, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Auf jeden Fall, vielen Dank. Fußball-Enthusiasten ist das so gut. Ja, und wir verabschieden uns aus Wachau. Und ich hoffe, das Stream hat euch gefallen. Und von daher, heute ist Samstag. Sauft euch zu, macht alles das Beste draus. Und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns irgendwann mal wieder. Oder vielleicht hören wir uns auch mal wieder, wenn ich mal den Twitch-Account von Knossi übernommen habe. Es war mir eine Ehre. Und vielen Dank an den TSV Wachau. Und was heute passiert ist, geht gar nicht. Das geht in also die Geschichte ein. Das geht in die Geschichte ein. Von daher, schönen Samstag und alles Gute. Man, was macht's gut. Ciao, ciao.